Ja, liebe Offenburgerinnen und Offenburger, Corona, ich glaube, Sie können es wahrscheinlich schon so langsam nicht mehr hören. Zumindest nehme ich das wahr seit ein, zwei Wochen in der Bevölkerung. Und es sind ja von der Politik auch schon einige Veränderungen und Schritte hin zu einer neuen Normalität gegangen worden. Hier in Offenburg haben zwischenzeitlich bei uns in der Stadt alle Geschäfte geöffnet. Deswegen auch weiterhin für Sie. Bitte nicht bei Amazon und Co. online bestellen, sondern kommen Sie zu uns in unsere Geschäfte, unterstützen Sie den hiesigen Einzelhandel. Und nächste Woche werden auch einige Schulklassen wieder in die Schulen gehen. Das heißt, die entsprechenden Abschlussklassen, also 9., 10. Klasse, 11. und 12. Klasse, das machen in Offenburg viele Hunderte von Schülerinnen und Schülern aus. Und ich bekomme das ja von Ihnen mit. Sie schreiben mir, Sie reden mit mir. Es gibt solche Eltern, die hoch besorgt darüber sind und ganz viele, die aber auch sehr erleichtert darüber sind. Deswegen, ich glaube, wir werden eine gute Arbeit finden. Wir haben unsere Reinigungskräfte zusätzlich geschult. Es wird zusätzliche Reinigungsintervalle geben. Und wir haben mittlerweile weit über 700 Anmeldungen für die Notbetreuung. Denn die Wesentlichkeitsprüfung ist weitestgehend eigentlich aufgehoben worden. Sie müssen lediglich bei Ihrem Arbeitgeber einen Nachweis bringen, dass Sie für das Unternehmen unabkömmlich sind und dann kann Ihr Kind in die Betreuung kommen. Kindergarten als aber auch bis zur 7. Klasse. Gleichzeitig bedeutet es aber auch durch das, dass wir nur die Hälfte der Räumlichkeiten und der Gruppengrößen belegen dürfen, dass wir natürlich auch nur die Hälfte der Kinder aufnehmen können. Aber auch das ist, glaube ich, schon ein wesentlicher Bereich wieder in eine gewisse Art der Normalität. Es werden ab nächste Woche auch wieder die Spielplätze, die Kultureinrichtungen öffnen, beispielsweise ab Dienstag, dann auch wieder regulär unsere Mediathek. Und für alle Kulturaffinen und die, die einfach mal wieder in diesen Zeiten auch ihr Zwerchfell anreichern oder Spaß haben wollen, hat unser Fachbereich Kultur sich was richtig Geniales überlegt. Nämlich, Sie kennen ja unser Autokino hier, das mittlerweile ja in der 3. Woche sehr erfolgreich läuft. Dort wird es ab nächstem Wochenende Kultur geben. Und weil es so viel ist, muss ich es ablesen. Autokino-Kultur, nämlich alles Live-Acts. Sie müssen sich das vorstellen, Sie sitzen im Auto, es wird vor der Leinwand noch eine große Bühne aufgebaut, wo die Acts live aufgeführt werden. Sie werden mit einer Video übertragen auf die Leinwand und Sie hören es wie beim Autokino auch über Ihr Autoradio. Es kommt nämlich am Samstag, 9. Mai, also nächstes Wochenende, Christoph Sonntag zu einem Corona-Spezial. Er wird live hier auftreten am Parkplatz an der Messe beim Autokino. Am Sonntag geht es dann schon gleich weiter. 10. Mai um 20 Uhr, kein geringerer, nämlich als Ingo Appelt mit seinem Programm Der Staatstrainer live. Und das nächste Highlight ist der in Offenburg gern gesehene Heinrich Del Corre am 14. Mai um 20 Uhr mit dem Programm Glück gehabt und parallel erarbeitet unser Fachbereich Kultur noch weitere Veranstaltungen, die wir vielleicht in diesen Formaten auch darstellen können. Und auch etwas, auf was ich mich ganz besonders freue, der Filmemacher Dennis Keiling kommt auch nach Offenburg am Freitag, den 15. Mai. Erwarten wir ihn hier bei uns mit dem Film Besser Welt als nie, wo er von seiner Weltumrundung per Fahrrad erzählt. Also, ich glaube, es sind ein paar witzige Acts dabei. Das Kino läuft weiterhin, schauen Sie auch da rein. Aber ich glaube, ein paar witzige Neuigkeiten auch dabei, um das Leben und das kulturelle Leben auch mit Corona angenehm zu gestalten. Bleiben Sie weiterhin gesund, denken Sie an Ihre Schutzmasken. Und je besser wir uns an die Rahmenbedingungen auch halten, und ich glaube, man kann ja ganz ordentlich auch damit umgehen, umso mehr Alltag können wir auch alle wieder genießen. Ihnen alles Gute und ein schönes Wochenende.